Hallo und herzlich willkommen zum Exkurs über Mehrkörpersysteme. Bevor wir uns den Gleichgewichtsbegriff näher anschauen, noch eine kurze Wiederholung über die verschiedenen Freiheitsgrade und wir schauen uns an, wie man diese denn ermitteln kann, wenn man eine offene oder geschlossene Kette vorliegen hat. Also gut, was wir bereits wissen, starre Körper besitzen eine räumliche Ausdehnung. Damit können sie sich im Gegensatz zu den Punktmassen drehen. Sie haben 6 Freiheitsgrade und zwar 3 translatorische und 3 rotatorische. Die translatorischen Freiheitsgrade bezeichnen hier die jeweiligen Achsen, einmal die X, die Y und die Z-Achse. Und die rotatorischen Freiheitsgrade bezeichnen eine Rotation um die 3 Achsen. Eine interessante Frage ist, wie die Anzahl der Freiheitsgrade innerhalb einer offenen bzw. geschlossenen kinematischen Kette mathematisch herauszufinden ist. Bei den offenen kinematischen Ketten entspricht diese exakt der Anzahl der Segmente. In diesem Beispiel, sprich in der rechten Abbildung, haben wir 2 Segmente und somit 2 Freiheitsgrade. G bezeichnet die Anzahl der Segmente und DOF bedeutet Degrees of Freedom, das englische Wort für Freiheitsgrad. Aber wie lautet nun die Formel für geschlossene kinematische Ketten? Die Anzahl der Freiheitsgrade lässt sich mittels folgender Gleichung bestimmen. G, die Anzahl der Segmente, minus 3. Ein Dreieck ist eine geschlossene kinematische Kette mit 3 Segmenten und hat 0 Freiheitsgrade. Wir rechnen minus 3, weil wir mindestens 3 Segmente benötigen, um eine geschlossene kinematische Kette zu haben. Hier in unserem Beispiel haben wir 8 Segmente und somit 5 Freiheitsgrade. Naja, eigentlich haben wir 7 Segmente, wenn wir diese beiden Punkte zu einem Punkt vereinen. Dann hätten wir aber nur 4 Freiheitsgrade. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Begriff in der Dynamik, dem Gleichgewichtsbegriff. Dieser Begriff kennzeichnet denjenigen Zustand eines Systems, bei dem sich Wirkung und Gegenwirkung aufheben. Wir veranschaulichen den Gleichgewichtsbegriff am Beispiel des Tauziehens. Wir haben 2 Mannschaften bestehend aus 3 Leuten, die jeweils mit gleicher Kraft am Seil ziehen. Das System befindet sich im statischen Gleichgewicht. Newton würde sagen, 2 an einem Punkt eines Körpers angreifende Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn sie auf der gleichen Wirkungslinie liegen und im Gegensatz gleich groß sind. Die Wirkungslinie hier ist klar, gemeint ist nämlich das Seil. Da die Kräfte minus F und F gleich groß sind, haben wir ein statisches Gleichgewicht. Statik bedeutet hierbei keine Bewegung. Damit ein Körper sich nicht bewegt, muss die Summe aller Kräfte 0 sein. Die Summe aller am Schwerpunkt angreifenden Kräfte muss gleich 0 sein, sprich keine Translation, und die Summe aller Drehmomente muss auch gleich 0 sein, sprich keine Rotation. Hier haben wir noch einmal den mathematischen Ausdruck. Die Summe aller Kräfte muss gleich 0 sein und die Summe aller Drehmomente muss auch gleich 0 sein. Bei einem Drehmoment ist die Wirkungslinie der Kraft nicht am Körperschwerpunkt, sondern die Kraft greift am Körperschwerpunkt vorbei an, sodass eine Rotation erzeugt wird. Gehen wir das Ganze mal am Beispiel durch. Das menschliche Genick, sprich das Kopfgelenk, bezeichnet das Gelenk zwischen dem Hinterhauptbein des Schädels und dem Atlas, dem ersten Halswirbel. Rechts von der Drehachse haben wir den Körperschwerpunkt, da greift gemäß dem zweiten Schwerpunktsatz die Gravitationskraft an. Links von der Drehachse, sprich vom Kopfgelenk, haben wir die Muskelkraft, welche dafür sorgt, dass das statische Gleichgewicht an unserem Kopfgelenk erhalten bleibt. Es werden 2 Drehmomente erzeugt, einmal das Drehmoment durch den Muskel mit dem Abstand zur Drehachse R1 und das zweite Drehmoment wird durch die Gravitationskraft Fg erzeugt, welche am Körperschwerpunkt angreift. Und das Zusammenspiel zwischen Muskelkraft und Gravitationskraft sorgt dafür, dass wir immer schön geradeaus gucken können. Und wenn es das statische Gleichgewicht gibt, dann gibt es auch das dynamische Gleichgewicht. Bei statischem Gleichgewicht wird das Gewicht gehalten, ohne die Position zu verändern, wie zum Beispiel bei Kraft-Stabi-Übungen. Da wirken wieder ganz viele Kräfte, die sich aber gegeneinander aufheben. Bei einer statischen Bewegung wird das Gewicht in einer bestimmten Position gehalten, ohne dass es bewegt wird. Bei der Dynamik hingegen wird das Gewicht über einen bestimmten Bewegungsablauf ohne Zwischenpause bewegt, wie zum Beispiel bei Bizeps-Curls oder auch bei Liegestützen. Da wird das Gewicht, sprich das eigene Körpergewicht, von unten nach oben und umgekehrt bewegt. Die Gleichgewichtsaufgabe ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Die Unterscheidung zum dynamischen Gleichgewicht kann bezüglich der Unterstützungsfläche getroffen werden. Bei dynamischen Gleichgewichtsanforderungen bewegt sich die Unterstützungsfläche bzw. der eigene Körper. Dies kann beim Laufen, Skifahren oder auch beim Stehen im Bus der Fall sein. Der Körper befindet sich dabei ständig im statischen bzw. dynamischen Gleichgewicht. Zuletzt wird noch auf die 3 Arten des biomechanischen Gleichgewichts eingegangen. Es gibt das stabile Gleichgewicht. Übertragen auf unser Beispiel mit der Kugel wird sie bei kleinen Störungen wieder in ihre Ausgangslage zurückrollen.
Liegt die Kugel auf einer Ebene, so ist sie im indifferenten Gleichgewicht. Sie wird an dem Punkt, an dem man sie verschiebt, liegen bleiben, beziehungsweise bei einmaliger Krafteinwirkung und unter Vernachlässigung des Reibungswiderstandes in ihrem Bewegungszustand verharren. Beim labilen Gleichgewicht liegt die Kugel auf einer hügelartigen Kuppe und bei einer Verschiebung wird sie einfach wegrollen. Beim Handstand beispielsweise trifft der Fall des labilen Gleichgewichts zu. Lässt man sich an einer Reckstange hängen, so ist man im stabilen Gleichgewicht, weil der Körperschwerpunkt unterhalb der Drehachse ist, wie bei mechanischen Pendeln. Okay, das wäre es soweit von mir. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.